Grüß Gott, ich bin der Seehofer. Tatsächlich? Ah, Herr Seehofer, ja. Das ist ja schön. Ich bin der mächtige Mann hinter Karl Theodor zu Gottenberg. Aha, und was machen Sie dann hier bei uns? Ich überlasse das Thema Migration nicht allein diesem Thilo Muezin, diesem Karl Dahl Doppelgänger. Nein, Integration und Zuwanderung war schon immer eine Herzensangelegenheit der CSU. Aha, also das habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Das Thema Integration war für uns schon immer sehr wichtig. Schon damals, vor 200 Jahren, als wir die Franken nach Bayern integriert haben. Seitdem sind die Franken eine Art Pufferzone zu den Preisen. Nur Spaß. Also, das heißt, der Franke ist dann in Bayern das, was der Kurde in der Türkei ist, oder wie? Sag ich doch. Nur besser. Bei uns darf sogar ein Franke wie der Markus Söder Minister werden. Das wäre in der Türkei undenkbar. Dass ein Franke türkischer Minister wird? Nein, wurscht. Wie wär's denn eigentlich, wenn mal ein Türke bayerischer Minister wird? Soweit sind wir in Bayern noch lange nicht. Alleine durch meine Entscheidung, Christine Haderthal ins Kabinett zu holen, habe ich genug Mut bewiesen. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß, Erfolg hat nur, wer konsequent an einmal getroffenen Fehlentscheidungen festhält. Haben Sie was gegen Frauen in der Politik? Natürlich nicht. Aber immer wenn ich an diese Claudia Roth denke, immer wenn ich an diese Person aus Augsburg denke, dann frage ich mich, ob man nicht der Einfachheit halber ganz bayerisch Schwaben an Baden-Württemberg abtreten sollte. Oder ob der Islam nicht auch was Gutes hat. Weil im Islam in Arabien, da werden ja Frauen wie die Roth in eine Burka gesteckt. Mitzureden haben sie sowieso nichts. Und das ist zwar aufs Schärfste zu verurteilen, aber im Falle von der Frau Roth wäre es außerordentlich segensreich. Will die doch die große Fixe abhängen? Ja, ist doch wahr. Will die doch die große Fixe abhängen lassen. Ich sage, wer bereit ist, das große Fix von der Wand zu nehmen, der wird eines Tages auch bereit sein, das Bild des bayerischen Ministerpräsidenten abzuhängen. So. Ja, schön und recht, aber was machen Sie jetzt da heute bei uns da? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit. Herr Bronold ist ja auch da. Der ist ja bei dieser Dings, bei dieser Pro Bronold. Ja, früher war das die SPD. Das war übrigens mal eine Partei, haben Sie das gewusst, Herr Bronold? Ja, nein, aber wir von der CSU, wir haben uns jetzt auf neue Zielgruppen in der Integrationsproblematik festgelegt. Ich fordere jetzt den Zuwanderungsstopp von Preußen und Grünen nach Bayern. Wer nicht in einer Lederhose an unsere Stammtische sitzt und wer kein Bayerisch spricht, wer kein Bier trinkt und keinen Schweinsbraten isst, kurz, wer keine CSU wählt, der hat in unserem Land nichts verloren. Freunde, ich hab recht. Ich habe recht, ich bin ein Bayer und damit von Geburt unfehlbar. Bei uns in Bayern gilt immer noch das Alte Testament und nicht das Grundgesetz, liebe Kreuzritter. Gerade haben Sie noch das Gegenteil gesagt. Ja, ich bin keiner, der nicht seine Meinung ändert, wenn neue Argumente auftauchen. Im Politikbetrieb kennt keiner so gut wie ich. Ja, schauen Sie, 60 Jahre bin ich jetzt alt, davon über 70 in der bayerischen Politik. Und deshalb sage ich, natürlich dürfen Sie weiterhin jeden ins Land lassen, der was gelernt hat und Bayer ist. Das ist keine Frage. Und auch bei denen, die nichts gelernt haben und keine Bayern sind, ändert sich nichts. Die dürfen jederzeit aufbrechen. Aufbruch Bayern, sage ich nur. Ja. Ja, von mir aus lassen es auch die es geschafft haben, in Indien als Bayer auf die Welt zu kommen. Ja. Aber dann ist auch schon Ende. Apropos Ende, wie schaut's denn aus? Wann machen Sie jetzt eigentlich Schluss? Wir sind jetzt da unter uns. Dann können Sie jetzt mal fahren. Glauben Sie mir, ich bleibe Ihnen noch sehr lange erhalten. Und den Gutenberg, den habe ich im Griff. Seine Umfragewerte sind so gut, die können nur noch schlechter werden. Dann sollte sich eines Tages herausstellen, dass der Gutenberg vor einem Abgrund steht, dann stehe ich mit ganzer Kraft hinter ihm. Ich danke euch, ich danke Ihnen, ich danke vor allem mir. Ich muss leider schon wieder gehen. Es warten noch viele Termine. Der Stapel auf einer Palette Schnabeltassen fürs Altersheim in Amberg.
Die feierliche Enthüllung einer Packung Wachsmargariten im Kindergarten St. Josef in Oberstdorf. Bei jedem Scheiß muss ich jetzt dabei sein, bloß damit ihr mich wieder wählt. Aber ich mache das gerne für Bayern und vor allem für mich. Wiederschauen, Herr Dings.